Das ist mein Nachbau des WDR-1-Bit-Computers, der ca. 1986 zu Lehrzwecken als Bausatz entwickelt wurde. Damals hatte ich kein Geld für den Bausatz und heutzutage ist er nicht mehr erhältlich. Als einzige Referenz habe ich eine Webseite mit einigen Bildern und einem Scan der Dokumentation gefunden. Dieser Nachbau ist also anhand des Schaltplans und des Bildmaterials entstanden. Der Computer wird ähnlich wie bei den ersten 8-Bit-Computern über ein Frontpanel programmiert, über das einzelne Befehle direkt in den Speicher geschrieben werden. In diesem Fall können maximal 256 Befehlsworte gespeichert werden. Ich gebe hier ein einfaches Testprogramm ein, während der Computer im Einzelschrittmodus ist. Jedes Befehlswort wird auf der Tastatur ausgewählt und in den Speicher geschrieben. Danach wird über den Einzelschritt-Taster die nächste Speicherzelle ausgewählt. Die grünen LED rechts zeigen den 4-Bit-Befehl und die roten LED zeigen das Argument. Das Programm wird durch einen Sprungbefehl beendet, der den Programmzähler wieder auf den Anfang zurücksetzt. Das Programm wird nun im langsamen Takt ausgeführt. Die Geschwindigkeit kann über einen Drehwiderstand geregelt werden. In voller Geschwindigkeit läuft der Computer mit ca. 1 MHz, wobei man den Programmablauf nicht mehr verfolgen kann. Im Einzeltakt wird pro Tastendruck ein Befehl ausgeführt. Dieser Schaltplan ist in der Anleitung so abgedruckt. Leider ist er nicht nach Baugruppen getrennt. Ich habe also mit Hilfe der Anleitung und des Bildmaterials die Schaltung auf die einzelnen Platinen aufgeteilt. Da ist zuerst die Anzeigeplatine, die aus einigen Treiberbausteinen, Widerständen und LEDs aufgebaut ist. Dann ist da die Speicherplatine, die 256 Byte Speicher für das Programm und den Programmzähler enthält. Und dann ist da die Prozessorplatine, die die Logik für den Einzelschritt, Ein- und Ausgabe und den Prozessor enthält. Das ist der Prozessor. Das ist der Eingabebaustein und der Ausgabebaustein. Dabei sind die drei höchsten Bits des Ausgabebausteins mit dem Eingabebaustein verbunden und können so als Zwischenspeicher benutzt werden. Alles wird in die Grundplatine eingesteckt. Die Tasten dienen zur Steuerung des Computers. Die beiden sogenannten Mäuseklaviere werden zur Programmierung und Eingabe verwendet. Da die Programmierung über das Mäuseklavier allerdings recht mühselig ist, kann diese Tastatur verwendet werden, die Tastendrücke über eine Diodenmatrix in Binärwerte umwandelt. Der Originalbausatz verwendet dabei also diese Taster, die allerdings recht teuer sind. Ich habe deshalb diese billigen Cherry MX-Nachbauten verwendet. Die Grundplatine enthält auch einen Taktgenerator auf Basis des 555-Timer-ICs. Und einen Stromregler, der aus der Eingangsspannung die 5 Volt Betriebsspannung erzeugt. Hier ist noch ein Anschluss für Erweiterung.
Die einzige Erweiterung, die ich gebaut habe, ist diese Platine, die Ausgabewerte auf einem 7-Segment-LED-Baustein darstellt. Über einen Transistor lässt sich auch die komplette Anzeige an- und ausschalten. Das ist die Platine für die Anzeigeeinheit. Die Bauteile habe ich nach dem Bildmaterial platziert und auch die Leiterbahnen waren recht gut zu erkennen. Der große Unterschied ist, dass ich andere Stecker verwende. Ich habe nur eine Quelle für die passenden Stecker gefunden, die hatten aber eine recht hohe Mindestabnahmemenge und einen hohen Einzelpreis, weswegen ich auf günstige Pfostenstecker ausgewichen bin. Dann haben wir hier die Speicherplatine. Die Bauteile sind wieder nach Bildmaterial platziert, allerdings konnte ich kaum was von den Leiterbahnen erkennen. Ich habe mich aber im Stil an dem erkennbaren Layout orientiert. Hier auch wieder ein Pfostenstecker. Und hier ist die Prozessorplatine. Wie bei den anderen Platinen sind die Bauteile wie im Bildmaterial platziert. Bei diesem zusätzlichen Anschluss für die Taktsignale gab es keinerlei Informationen im Schaltplan oder der Anleitung, darum habe ich versucht, die Leitungen aus dem Bildmaterial abzuleiten. Die Grundplatine enthält die Gegenstücke für die Pfostenstecker anstelle der Originalstecker und die Pinbelegung des Taktanschlusses wird auch nicht genau sein. Die Bauteile müssten aber sonst ähnlich wie im Original platziert sein. Hier ist noch die Erweiterungsplatine. Im Original steht hier der Firmenname DataNorth, den ich hier nicht ohne Erlaubnis verwenden wollte. Und um den Platz nicht leer zu lassen, habe ich einfach Erweiterung geschrieben. Von der Grundplatine gibt es noch einen Prototypen mit einigen Fehlern. Die Bohrlöcher für den Schalter waren ursprünglich falsch, darum musste ich Kabel zum Anschluss verwenden. Und ich habe den Schaltplan nicht richtig gelesen und diese Verbindung im Taktgenerator fehlte. Das ist der Motorola MC14500 Prozessor, der in diesem Computer verwendet wird. Er wurde ursprünglich in Industrieanlagen zur Maschinensteuerung verwendet. Weitere Informationen sind über die Links in der Textbox zu halten.